Hallo ihr Lieben, heute machen wir die leckere spanische Knoblauch-Mayonnaise Aioli. Allerdings nicht in der klassischen Variante mit rohem Eigelb, sondern ganz ohne Ei. Diese Aioli kann sogar vegan zubereitet werden. Los geht's auch schon mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 150 ml Öl, zum Beispiel Oliven- oder Rapsöl, 50 ml Milch oder Sojamilch, einen Esslöffel Senf, 2 Knoblauchzehen, 2 Teelöffel Zitronensaft und Salz nach Geschmack. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Die Zubereitung ist unglaublich einfach. Ihr gebt einfach alle Zutaten bis auf das Öl und das Salz in einen hohen Rührbecher oder Mixer und püriert das Ganze, bis keine Knoblauchstückchen mehr zu sehen sind. Dann gebt ihr während des Mixens nach und nach ganz langsam das Öl hinzu und mixt so lange weiter, bis das Ganze etwa so aussieht. Noch etwas Salz dazu und die leckere Knoblauchmayo kann auch schon zu Gemüsesticks, geröstetem Brot oder Tapas serviert werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.